Aber hier sehe ich auch keine Schornsteine. Mal schauen. Aha. Das könnten unsere Schornsteine sein. Die Werbetafel. Three lollipops. Don't mind me, Zach. This is how I wake myself up. Das dürfte passen. Jetzt müssen wir nur den richtigen Winkel finden. Aha, da sind auch... Okay, ich glaube, wir haben es. Hey, wanna talk about bridges? Why? I've become obsessed with bridges, Zach. And there's no turning back now. Das dürfte ungefähr hinkommen, oder? Ja, da ist das Häuschen. Wollen wir nur hier rüber ein bisschen und dann dürfte das passen, so ungefähr. Irgendwo hier ist es. Ah, haben wir schon. Yes! Puh, cool. Der Hackfleisch-hassende Zerhackstückler hat wieder zugeschlagen. 20 von 20. Abgeschlossen. Und jetzt fahre ich zum Friedhof und hoffe stark, dass die Quest nicht wirklich verbuggt ist. Weil die Anzeige ist verbuggt. Hoffen wir, dass es nur die Anzeige ist und nicht die tatsächliche Quest. Zach, you're a coffee person, right? No sugar, only milk. Yes, I'm completely with you on that one. Were you thinking about Galena too? And all the other women we've seen so far on our travels across the states? Zach, I'm right, aren't I? This is a vast country. Incredibly vast. And it's mostly composed of mountains, deserts. Entschuldigung. 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 Aber es gibt ein Achievement, wenn ich öfter in Passanten knalle, also was soll's. Zach, you're a coffee person, right? No sugar, only milk. Yes, I'm completely with you on that one. Leider. Ja, man weiß es wirklich nicht. Vieles ist bestimmt ein Feature, was wie ein Bug wirkt. In dem Spiel. Aber das glaube ich nicht. Hi, das ist Dragon. Genau, diesmal leider ohne Warp-Antrieb bis jetzt. Aber dafür vielleicht mit Alien-Kommunikation. Ganz genau. Dank, Dank. Wir übermitteln Dank. Zack, es ist, als ob die Hälfte seiner Seele immer noch auf der anderen Seite festhängen würde. Fleur de Lis wurde lokalisiert. Transferiere Belohnung. Ah, resistente Puppe. Das kommt mir gut vor. Das sah gut aus. Aber gib uns doch mal die nächste Mission auch gleich. Die erste Belohnung kam mir irgendwie deutlich großzügiger vor. Aber na gut, Zack, lass uns einfach die übrigen Fleur de Lis suchen gehen. Korrekt, suchen gehen. Suchen gehen, schnell. Okay, Album mit Holzbindung, das dritte Album. Anscheinend sind wir jetzt Befehlsempfänger, Zack. Sind wir das nicht immer? Sind wir als FBI-Agent nicht grundsätzlich quasi irgendwie Befehlsempfänger? Dieser Friedhof ist schön. Schöner als alle Friedhöfe auf allen Planeten, die ich kenne. Auf allen Planeten? Waren Sie denn schon mal auf anderen Planeten? Positiv. Starren Sie deswegen die ganze Zeit in den Himmel? Korrekt. Und von einem dieser Planeten hat man Ihnen die Anweisung gesendet, diese Lilien-Symbole zu suchen? Näherungsweise korrekt. Nur näherungsweise? Wir, Galakt, Imperium, Energie, Lore, piep, 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 piep. Habe ich da gerade Galaktisches Imperium gehört? Zack, jetzt muss ich erst recht herausfinden, wer dieser Mann wirklich ist. Ich bin extrem gespannt, was für ein Weltraum-Epos er uns auftischt, wenn wir alle Fleur de Lis gefunden haben. Ich auch. Ich auch. Genau deswegen tue ich mir den Scheiß ja an mit diesen blöden Fotos. Okay, schauen wir mal schnell ins Album Nummer 3. Ob wir da gleich mal was wiedererkennen. Das könnte die Kirche sein.
keine Ahnung. Aber ich kann es so ungefähr verorten. Das dürfte in der Nähe vom Hotel sein. So redet doch kein normaler Mensch. Stephen Hawking hat so ähnlich geredet. Und der war quasi ein besserer normaler Mensch. Ein super normaler Mensch oder so. Hä? Was? Das ist entweder wieder... Ah, warte, da fallen mir drei Orte ein. Das ist das Gatorpark. Das ist leicht. Keine Ahnung. Ja, irgendwo am Wasser halt, das finden wir. Dürfte bei der Zuckerfarm sein. Garage, leicht. Puh. Keine Ahnung. Ja, das weiß ich. Das weiß ich nicht. Das, ja, da war ich schon. Und das dürfte, also schon die Hälfte, glaube ich, würden wir auf Anhieb finden. Aber ich habe jetzt nicht vor, dass wir das dritte Album heute noch anfangen. Oder zumindest jetzt nicht, keine Ahnung. Mal schauen. Also ich will ja nichts sagen, aber mach doch die nächsten 10 Minuten nur solch einen Commentary, wie du es bei dem Gärtner vorgelesen hast. Ja, aber es macht ja nur Sinn, wenn der Gärtner redet. Ich versuche ja die Stimme der NPCs, mit denen wir reden, hier einzufangen, so ein bisschen. Die in den weißen Rüstungen wegen galaktisches Imperium. Meinst du, der ist ein Stormtrooper? Da müssen wir zumindest keine Angst haben, dass er uns erschießen könnte am Schluss. Insofern, mal schauen. Möge der Saft mit dir sein. Genau. Spaceballs. Merchandise. So, wartet mal. Dann gehen wir jetzt in beliebiger Reihenfolge in die Bowlingbahn und einen trinken im Lokal. Warte mal, jetzt muss ich mich kurz orientieren. Genau, dann fahren wir jetzt die Straße entlang. Dann kommen wir... Na, die Kegelhalle ist da oben, ne? Ja, egal. Da fahren wir erst kegeln. Und bringe die grüne Paprika. Ich bin gespannt, ob wir dann schon das Supergericht kriegen. Oder ob da noch was fehlt dafür. Die Gefahr hin, dass das wieder gelöscht wird, mache ich jetzt trotzdem mal hier gleich das Foto, wenn wir schon dran vorbeifahren, zufällig. Sparen wir uns den einen Punkt. Okay. Weiter geht's. Ach, dammit, wartet mal. Bremsen! We've been in this town for longer than we originally planned, haven't we? Oh no, I'm not complaining. I'm used to living out of a hotel, and I love southern food. There are some inconveniences, though. There's no movie theater in this town, nor is there a video rental store. And the TV in the hotel room doesn't get any of the on-demand movie channels. Ich wollte doch eh schauen, ob der Arzt jetzt schon da ist. Ich meine, Zach, let's come back during... Ach so, jetzt ist geschlossen. Oh Mann, was ist denn mit dieser Kirche? Wann erreicht man denn den Arzt hier in der Stadt mal? Die macht aber wieder auf, oder? Nee, warte mal, die hat von 7 bis 7 offen. Heute ist Freitag. Ach, deswegen, die macht schon um 5 zu am Freitag. Okay, alles klar. Dann nehmen wir uns jetzt einfach einen Wühwan. So, das haben die jetzt davon. Eben, genau. Vor Sturmtruppenbeschuss muss man als Protagonist wirklich keine Angst haben. Habt ihr, hast du oder habt ihr The Mandalorian gesehen? Weil das ist erstens so eine gute Serie. Ich glaube, man kann über die Prequels und die Sequels halten, was man will. Kann man viel diskutieren. Aber ich denke mal, die meisten werden zustimmen, dass The Mandalorian das Beste seit der Originaltrilogie ist, was Star Wars passiert ist. Auf jeden Fall gibt es da eben auch diese echt witzige Szene mit den Sturmtruppen, die versuchen, diese Blechdose oder dieses Metallteil im Wüstensand zu treffen.
Und dann irgendwie so, der eine schießt so dreimal daneben, dann zieht der andere seinen Blaster, die warten quasi. Der andere zieht seinen Blaster und schießt auch irgendwie dreimal daneben. Dann guckt er seine Pistole so an und schüttelt die so und der andere schießt währenddessen wieder daneben. Und dann zucken beide so mit den Schultern. Das fand ich echt super witzig. Okay. Oh my lord, you sure look sharp today, Mr. York. Besonders der Attentäter-Druide hat mir gefallen, der ist auch super, ja. Die Serie ist wirklich gut. Freue mich schon auf die nächste Staffel. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, leider, aber ja. Okay. Reden. Oh, du hast es besorgt. Wundervoll. Und genau wie bestellt. Du bist wirklich ein Mann nach meinem Geschmack, Schätzchen. Ein Mann, der es verdient, den Inbegriff der Cartoon Food zu kosten. Das Cartoon Food. Jetzt fehlt nur noch eine Zutat. Wenn du mir die bringst, zauber ich dir meine Spezialität. Oder so ähnlich. Eine letzte Zutat. Ich wusste, dass da noch was kommt. Wäre zu schön gewesen. Also dann, ich mache mich jetzt an die weitere Verarbeitung. Bis dann, Hübscher. Streng dich an. Nur noch eine Zutat, Zack. Dann sind wir am Ziel. Man sieht Alexis die Vorfreude regelrecht an. Ich bin wirklich gespannt, was uns da erwartet. Ich auch. Auch wenn ich zugeben muss, dass uns diese Aufgabe mehr abverlangt, als ich anfangs vermutet hatte. Aber was soll's, Zack? Das Schiff ist abgefahren. Die letzte Zutat finden wir auch noch. Ah, das wird echt schwer. Das wird echt... Wir müssen einfach überall suchen. Es hilft nichts. Da gibt es keine Hinweise. Die ersten beiden Zutaten waren nicht besonders logisch versteckt oder so. Da müssen wir einfach hoffen, dass wir die irgendwie finden. Wo ist sie denn? Püppchen, Terror... Thymian. Thymian. Ja, keine Ahnung, wo wir Thymian herkriegen. Ich bin zwar jetzt echt versucht zu bohlen, aber nee. Nee, ich gehe erst wieder bowlen, wenn wir ein paar mehr Bowling-Fetische haben, damit wir irgendwie eine Chance haben, diesen einen Split zu schaffen. Der ist echt übel. Ich habe da auf Twitter viele Leute gesehen, die haben dann gepostet, wie sie ihn geschafft haben und haben immer dazu geschrieben, hier 2 Stunden und $1200 später. Also das ist schon ein übler Split, nicht nur für mich. Ich meine, die Fetische helfen uns auch nur bedingt. Im Endeffekt machen die halt wahrscheinlich die Regler langsamer, damit wir gezielter schießen können. Aber auch schon mal ein Anfang. Besser als nix. Okay, jetzt ab in die Bar. Dann haben wir, glaube ich, schon zumindest über die Hälfte seiner Cocktails getrunken. Genau, das ist der vierte. Ja, perfekt. Fehlen nur noch 3 dann. Wyvern. Wyvern eigentlich, ne? Okay. Bin gespannt, was heute auf der Speisekarte steht. Oh, am Wochenende ist doch Jazzkonzert. Da waren wir auch noch nicht. Aber Freitag ist wahrscheinlich noch nicht Wochenende. So gefühlt, so halb, aber ich schätze mal, der meint mit Wochenende wirklich Samstag, Sonntag. Denke ich. Ah, von wegen... Aber dann kann ich jetzt gar keinen Cocktail bestellen. Irgendwie höre ich die Schlagzeugerin eigentlich spielen. Aber sie bewegt sich nicht. Ah, doch jetzt. War wahrscheinlich noch nicht geladen. Ah, mein Skater-Sensei Miyagi am Bass. Nackter Barkeeper am Saxophon. Die Wyvern-Fahrerin, die ist wahrscheinlich mit mir hierher gefahren und gleich da geblieben am Schlagzeug.
Und bei ihm bin ich mir nicht sicher. Ist das der Priester ohne sein Clips-Dingsy-Pfarrergewand? Erkenne ich ihn gar nicht, aber ich glaube schon. Aber dann kann ich jetzt gar nichts bestellen, wenn der Barkeeper am Saxophon steht, oder? Das ist irgendwie doof. Ich kann mit ihm hier reden. You again? Ain't you got nothing better to do? Kühles Bier und gute Mucke, besser geht's nicht. Beziehungsweise, es ging schon, wenn der Herr, ich scheiß auf gute Manieren, mir endlich von der Pelle gehen würde. Ja, ja, ist schon gut. Ja, mit der Stimme hätte ich ihn lesen sollen. Wie lange dauert denn das Chess-Konzert hier jetzt? Wann darf ich denn hier wieder was bestellen, bitte? Hi, Lateris, wie geht's? Ich werde jetzt mal einfach vor der Tür, glaube ich, schnell ein bisschen rauchen und später nochmal reingehen. Ich weiß ja nicht genau, wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich muss ich schon jeden Tag, auch Freitag, Samstag, Sonntag, seine Cocktails trinken. Es sind schon 7 wahrscheinlich und nicht nur 4. Mir geht's auch gut, dankeschön. Katzen an der Tür. Die Ladezeit, wenn man in die Welt geht, ist auf Dauer schon ein bisschen nervig, dass die so lang ist. Irgendwie sehen die Fliegen, die mich da umkreisen, doch eher wie Bienen aus, oder? Wenn man die nochmal sieht. Hier sind doch keine Fliegen. Das sind 2D-Sprites von Bienen. Und wahrscheinlich sind es wirklich die gleichen Sprites wie in dem Bienenschwarm von den Killerbienen. Vielleicht stinke ich gar nicht, sondern ich bin so süß. Möglich. Okay, schauen wir mal kurz auf die Map. Der hat Freitag bis Samstag... Ach, Sonntag ist geschlossen. Okay, dann können wir Sonntag gar keinen Cocktail trinken. Bis 6 Uhr morgens hat der offen. Okay, keine Ahnung, dann würde ich fast sagen, weil heute würde ich sonst jetzt eh nichts mehr machen. Wenn wir hier einen Cocktail getrunken haben, würde ich ins Hotel fahren. Deswegen rauchen wir jetzt mal bis, weiß ich nicht, spät in die Nacht auf jeden Fall. Habe ich keine nicht extra... Ich habe nur noch extra starke, ne, meinetwegen. Warten wir mal bis 10, 11 oder so. Ich hoffe, dann ist das Konzert vorbei. Ansonsten weiß ich es auch nicht. Keine Ahnung. Einer von den Honigmenschen, genau. Okay, 23 Uhr. 23.30 Uhr fast. Solltest du nicht daheim sein? Ach ja, genau, die wohnt jetzt bei mir. Oh, guck, die Band geht nach Hause. Perfekt. Dann habe ich lang genug gewartet. Mich erinnert das so ein bisschen von den Animationen her, und wie die Leute interagieren und wie sie agieren, an so ein altes Sims oder so. Na gut. Wenn die restliche Band abhaut, ist das ein gutes Zeichen. Das bedeutet wahrscheinlich, dass der Barkeeper wieder barkeepen kann. Today the town feels kind of weird. Mein Freitagscocktail ist ein Daiquiri. Rum, Limetten, Zucker und Eis. Das klingt ziemlich lecker. Kräftig geschüttelt. Selbst die kleinste Abweichung vom Rezept schmeckt man oft sofort raus. Dieser Cocktail stellt das Fingerspitzengefühl des Barkeepers auf die Probe. Wissen Sie, welche berühmte Persönlichkeit ein großer Daiquiri-Fan war? Ernest Hemingway. Achso, das sagt er wieder. Ernest Hemingway. Yeah. Ja,
Völlig richtig. Neben dem Mojito liebte er den Frozen Daiquiri. Er war Stammgast im El Floridita, einer Bar in Havanna. Es heißt, dass er mehr als 10 Daiquiris pro Tag getrunken haben soll. Wirklich? Heißt es das wirklich? Hemingway ist die Quintessenz des amerikanischen Helden. Schwerer Alkoholiker. Muss man schon sein. Wenn man sich so das Action-Kino der 90er, 2000er anguckt, dann stimmt's. Schwerer Alkoholiker und Kettenraucher musste man da schon sein. Als amerikanischer Held. Er hat seinen eigenen Stil erschaffen und ihm auch verkörpert. Bis zum Ende. Yeah. Ein Ende, das durch 2 Flugzeugabstürze und 1 Kugel aus einem Jagdgewehr besiegelt wurde. Keiner weiß, was das Leben für einen vorgesehen hat. Ja, auch das ist eine Form von Individualität. Auf die Lost Generation. Prost. Trunkenheit. Oh, sind wir jetzt betrunken? Cool. Die Zustandsveränderung Schwips und Vollrausch. Bei einem Schwips oder Vollrausch sind sie in ihren Bewegungen stark eingeschränkt. Aha, cool. Beide Zustände können durch entsprechende Gegenstände behoben werden. Man kann wahrscheinlich aber auch ausschlafen, oder? Wir haben jetzt einen Schwips. Er wankt jetzt voll beim Zielen und geht auch irgendwie... Es sieht auch echt komisch aus, oder? Okay, jetzt hören wir aber nicht auf. Wenn wir schon Schwips haben, machen wir jetzt einen Rausch draus. Mal schauen. Bestellen wir uns doch noch so ein Daiquiri. Das klingt super, Daiquiri. Prost. Now you're a man that can hold his liquor, Bureau Man. You know, you remind me of someone. Who? A historical figure from another country. Oh? Well, I'd certainly like to hear about him. Michelangelo Buonarroti, the Italian sculptor. You know of his work? The Pietà, David, Laocoon and his sons. If I listed everything, we'd be here all day. He's famous for his sculpting work, but he was also a fantastic painter. The Sistine Chapel ceiling is definitely one of his best. Yeah. I completely agree with you, bartender. But why did you bring up Michelangelo? When Michelangelo painted that ceiling, he did it standing up, looking towards the heavens. For 4 long years, little by little. The ultimate task a single human can achieve over a period of 4 years. It truly is a masterpiece, worth every compliment. But why do I remind you of Michelangelo? Bureau Man, what are you in such a hurry for? All right, what I've been trying to say is, I bet it was a real pain in the ass to draw that whole thing. Hi, artist. Hello. And your job is a pain in the ass, too. Yeah. Yeah, I guess you could say that. Well, there you have it. Have what? Just another truth bomb. Zach. He really got the jump on us back there. After all that dramatic build-up, I never expected him to reach such a vapid conclusion. Perhaps he's nothing but atmosphere. I'm completely outmatched, that's for sure. I could never hope to exude as much sheer atmosphere as that man, especially during such pointless conversations. Ich finde die Dialoge einfach echt super.
Aber wir sind immer noch nicht. Komm, trinken wir noch was. Ich will jetzt, dass wir sehr betrunken sind, Rinschun. Nehmen wir mal. Sättigung, Konzentration erhöht sich hier. Nehmen wir noch einen. Das ist der teuerste Cocktail. Das ist wahrscheinlich auch der berauschendste. You'll be back, yeah, Bureau Man? Remember, live jazz on the weekends. Ich weiß. Sag mal, wir sind immer noch nicht betrunken. Also, jetzt aber. Was müssen wir denn noch trinken, damit wir endlich betrunken werden? Ach, verdammt, ich hab mich. Trinken wir mal noch ein Bier. Ein Lager. Machen wir das. You'll be back, yeah, Bureau Man. Das stimmt, aber in dem Spiel ist jeder Charakter sehr eigentümlich. Insofern, er ist bei weitem nicht der seltsamste. Remember. Ja, jetzt sind wir sehr betrunken. Ja, das ist witzig. Dieser Haken hab gerade nicht ich geschlagen. Das macht die Steuerung. Das macht jetzt... Okay, das wird interessant. Und jetzt fahren wir mit dem Skateboard nach Hause. Bitte nicht zu Hause nachmachen, liebe Kinder. Liebe Kinder, geht nicht um 12 Uhr mitternachts in eine Bar und trinkt 3 Cocktails und ein Bier und fahrt dann mit dem Skateboard heim. Keine gute Idee. Ist eigentlich ein Skateboard? Ich meine, Skateboard? Darf man betrunken Skateboard fahren? Im Grunde schon, ne? Ein Skateboard ist ja kein... Ich meine, so auf dem Gehsteig kannst du mit deinem Skateboard wahrscheinlich auch betrunken fahren. Ist ja kein echtes Fahrzeug. Man braucht ja keinen Führerschein oder irgendwas dafür. Ist ja nur ein Spielzeug oder so. Keine Ahnung. Aber man sollte es trotzdem nicht machen. Was gefährlich ist. Genau, wenn, dann macht das am Frühnachmittag, genau. Wow, wow, ja. Interessant. One lollipop, two lollipops, three lollipops. Okay, don't mind cool. Me, Zach, this is how I wake myself up. Schauen wir mal, dass wir so zurück ins Hotel kommen. Das wird interessant. Ich bin gespannt, ob wir dann morgen auch verkatert sind. Hey, wanna talk about bridges? Why? I've become obsessed with bridges, Zach. And there's no turning back now. Da werde ich remember fast what we ein saw bisschen... on our way here? Back when we were driving that... Ups. Da werde ich fast ein bisschen nostalgisch. Mitten in der Nacht, sehr betrunken, selbst Gespräche führend. So, what do you think of him? Yes. Richtung nach Hause wanken. Bunda, is the skeletal gentleman friend or foe? Or does he merely exist outside the... Das waren noch Zeiten. Ich habe mitbekommen, aber eigentlich nur so aus zweiter Hand über Twitter und so weiter, dass anscheinend die Jugend von heute bei weitem nicht mehr so abenteuerlustig ist wie meine Generation. Also viele Leute in meinem Alter schreiben da immer wieder sowas von wegen, okay, meiner Erfahrung nach sind die Jugendlichen von heute überhaupt nicht mehr so rauchen und Vollrausch und viel zu viel trinken und Party machen das ganze Wochenende und so weiter. Tja. Frag mich, ob das wirklich so ist. Mein Gott, ob wir noch zur Tür kommen. Meinst du, dass man Verkehrsteilnehmer, aber man ist auch zu Fuß theoretisch Verkehrsteilnehmer, im Grunde. Deswegen bin ich mir da nicht sicher. Aber ist ja auch wurscht. Und immensen Druck auf der Blase, den hast du vergessen. Ja, stimmt, genau. Ich möchte das wirklich nicht mehr. Ich möchte das wirklich nicht mehr. Aber ich habe da echt nostalgische Gefühle für diesen Zustand.
Ob wir es noch in unser Bett schaffen. Na komm. Okay. Wisst ihr was? Nach so einem wilden Abend schlafen wir ein bisschen länger. Schlafen wir 13 Stunden bis 1. Das ist eine gute Zeit zum Schlafen. Gute Schlafdauer. 13 Stunden nach so einem Kater. Und jetzt ein ordentliches Katerfrühstück. Ach guck. Wir haben nicht mal... Also verkatert gibt es scheinbar nicht. Wir sollten nur echt mal was wegen der Erkältung tun. Ich würde echt gern zum Arzt, aber wann ist denn der in seiner blöden Klinik, Mensch? Wann ist denn der Priester Arzt? That's what I'm talking about. You can't get fat, so make sure. So, erstmal eine ordentliche Meeresfrüchteplatte. Thanks, Mist. Next time you get a...